Guten Tag, verehrtes Publikum. Willkommen zu Unscharf und Schlecht Beleuchtet. Ich wollte vor Weihnachten eigentlich nichts mehr machen, aber ich habe es noch ein bisschen Zeit. Weil wegen des angekündigten Eisregens eine Reise ausfällt. So, und es geht wieder also um die E95. So, ich habe inzwischen, nachdem der Schöpfer dieser wunderbaren Radringe hatte mich nochmal angerufen und mir noch ein paar Hinweise gegeben, die werde ich erstmal versuchen zu berücksichtigen. So, und einer dieser Hinweise war, den Radreifen halt hier reinlegen und dann von hinten Sekundenkleber ranzutippen und der würde dann durch die Kapillarwirkung dort reinlaufen. So, das werde ich jetzt nochmal machen, denn ich hatte ja schon gezeigt, an Rohlingen mangelt es mir nicht. Und ich würde dann jetzt mal einen Versuch machen. Ich habe jetzt zuerst nochmal hinten die ganzen Supportreste nochmal entfernt, sodass also der Radreifen von hinten schön glatt ist. Das habe ich mit den Fingern festgestellt. So, und wenn jetzt hier der Heizkörper im Hintergrund läuft, dann hat es damit zu tun, dass ich hier heute früh, wie gesagt, oder heute Mittag, als ich hochkam, 3 Grad hatte in meinem Hobbyraum. Jetzt bin ich wenigstens schon bei 7 angekommen, aber viel Vergnügen macht das natürlich nicht. Noch im letzten Winter waren solche Faxen alle nicht notwendig. Jetzt liegt es auch noch daran, dass das Haus nicht richtig geheizt werden kann, soll, wie auch immer. Und Ergebnis ist eben das hier oben, also wenig Heizung oder wenig Heizwärme aus dem Zwischengeschoss hier hochsteigen kann und ich es mit dem hier leben muss, was ist. Also schön ist was anderes, aber naja, okay. Ich werde auf jeden Fall nicht vergessen, wem ich das zu verdanken habe. Ja, den ganzen Energiewende-Fuzzis. So. Also jetzt habe ich das mal gereinigt und jetzt muss ich natürlich zusehen, dass ich den Radkörper wirklich bis hinten andrücke und werde jetzt mal gucken, ob mein Sekundenkleber sich überhaupt noch rührt oder ob der auch viel zu kalt ist und werde jetzt die Lok ein bisschen beiseite schieben und dann eben einfach mal ein paar Tropfen Sekundenkleber von hinten ran machen. So. Dazu brauchen wir die Kamera jetzt aber nicht. So, jetzt haben wir einen Sekundenkleber dahin gemacht. Das ist ein uraltes Gützoldrad. Braucht kein Mensch mehr. Das ist wieder alles so diese Fummelei, die ich eigentlich gerade bei solcher Kälte nicht so schätze. Aber eigentlich habe ich so schön Urlaub jetzt. Ab nächste Woche muss erst am 4. wieder antreten, wenn Schule beginnt. Und das ist jetzt so scheiß kalt. Und dabei hatten uns doch die Mitglieder der Church of Global Warming, die hatten uns doch eigentlich versprochen, dass es überhaupt keine Winter mit Schnee mehr gibt. Tja. So, jetzt hatte der Sekundenkleber schon angezogen. Und jetzt gehe ich hier noch einmal die ganze Runde durch. Und lass den jetzt hier in den Spalt einziehen. Okay. So. Jetzt lasse ich das Rad mal eine Weile stehen und kümmere mich jetzt noch mal um den Vorläufer hier. Da hatte ich ja jetzt beim ersten Versuch erst Sekundenkleber reingemacht und dann
das reingeklebt und mit dem Ergebnis bin ich unzufrieden. Man sieht ja, wie das eine Rad hier torkelt. So, und jetzt werde ich mal das nochmal auseinandernehmen. Und man sieht, die Speichen brechen. Aber die Klebung, die hält. Ich bin ja noch in der Versuchsphase. Das hatte ich ja schon mehrfach erwähnt, dass ich also noch nicht da bin, wo ich hin will. So, jetzt gucke ich mal, wie das selbst für meine Flamme ist es zu kalt hier. Das muss ich erstmal die Yang bringen. Aber löten wir jetzt nicht. So, also geht super ab. Und da dürfte es jetzt auch überhaupt kein Problem sein, mal den Radreifen zu erwärmen. Und man sieht, der 3D-Druck, der brennt schön raus. So, den Radreifen habe ich jetzt gereinigt, also auch nochmal erhitzt, und dann geht ja der ganze Sekundenkleber weg und auch die Reste von dem Speichenrad. So, ich hatte ja die Achse hier abgedreht, muss ich nochmal nachpolieren. Und auch hier werde ich jetzt erst nochmal gucken, das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, nicht gründlich genug gemacht. Oder habe ich es überhaupt gemacht? Und werde auch hier nochmal die ganzen Support-Reste runterfeilen, aber eben nicht so sehr, dass ich dann wirklich noch den äußeren Ring abtrage, denn dann wäre ja wieder Seitenschlag möglich. Ja, also es wird jetzt hier der zweite Versuch. Und dann werde ich das Rad, genau wie das große hier, mal einsetzen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Bei dem anderen Rad, das spanne ich jetzt hier nochmal juckshalber ein, und dass man mal sieht, wie das jetzt also ohne die Bearbeitung aussieht. Das torkelt auch und da gibt es dann auch gar keine Diskussion. Ich hatte gesagt, Rohmaterial habe ich genug. Und schon ist die Sache geklärt. Das ist ja schon ganz angenehm. Ja, Brandschutz leicht gemacht. Also wenn man das erwärmt, lässt sich sehr gut bewegen. Aber so ein Fort nach dem Erkalten wird es wieder fest. Also mal kurz demonstrieren. Jetzt ist ja, oh Gott, bin ja heute wieder geschickt. Also jetzt ist es relativ hart, aber hier wird sofort elastisch und nimmt auch die alte Form wieder an. Ups. Ja, und wenn man es dann noch zu früh anfasst, aber da kann man wahrscheinlich auch noch ein bisschen richten. Gut, aber wenn zu viel wird, zerwählt zu Asche. Okay, jetzt muss ich auch noch diesen Radring nochmal entlacken und entkleben. Und dann kann ich ans neue zusammensetzen gehen. Na, beide Räder sind jetzt eingeklebt. Und jetzt werde ich sie mal, genau, werde ich mal in die Sekundenkleber reinfassen.
sieht schon deutlich besser aus. Ich habe auch ein bisschen Spiel hier drauf. Das war das mit dem Abdrehen wahrscheinlich nicht so gelungen. Ich habe jetzt auch keine 1,5er Achse da. So, der läuft besser. So. Ja, man muss hier wieder mal einen Sonntag. Und wie immer so, wenn ich dann irgendwas am Sonntag baue, dann fällt mir irgendwann ein, was ich brauche. Und ist natürlich nicht da, weil sonntags alle Läden zu sind. So, also jetzt werde ich es nochmal zusammensetzen und dann ein bisschen auf Schlagfreiheit achten. Mal sehen, wie gut mir das gelingt. Kopflupe und eine Mütze ist keine Kombination. Ah, die funktioniert. Sonst ja. So. Zeig beide Räder drauf. Wenn die jetzt hier so ein bisschen torkelt aussieht, dann liegt das an den Verschmutzungen auf den Radreifen, die vom Entfernen der ersten Versuchsradkörper stammen. Da muss ich jetzt noch ein bisschen reinigen. Da ist noch ein bisschen... Ja, ein bisschen Sekundenkleber drauf, ein bisschen Farbe drauf. Aber die laufen jetzt deutlich runder. Und das so sieht man so, wenn man das hier so schiebt. Na gut, jetzt wenn ich hier hin und her torkel, ist kein Beweis. Okay, also das hat schon mal funktioniert. Den Weg kann ich weiter verfolgen. Das Einstellen des Innenschwungmaßes war jetzt ein bisschen, naja, nicht so unkritisch. Ich habe dann also den Messschieber festgefahren bei 14,5. Die NEM 310 von 1954, die verlangt ja 14,3 plus 1. Die von 77 sagt 14,3 plus 2 und die von 99. Die sagt ja 14,4 bis 14,6. So, dieses Seitenspiel ist jetzt auch nicht perfekt, aber ich hatte jetzt irgendwo auch keine Lust, diesen ganzen Block hier umzuarbeiten. Das kommt natürlich jetzt zustande, weil ja diese Räder viel, viel schmaler sind. Habe ich irgendwo die Originalräder da? Ja. So, da sieht man natürlich doch einen erheblichen Unterschied. Und wenn ich die jetzt so nebeneinander halte und dann kommt noch die Isolierbuchse dazu. Also das ist schon ein Unterschied. Und wenn man den jetzt hier vergleicht, nicht nur, dass hier bei dem gedruckten Radkörper die Anzahl der Speichen stimmt, auch so, das ist wesentlich filigraner. Okay, also damit habe ich... erstmal die Ratschläge meiner beiden wunderbaren Freunde beherzigt. Und der eine sagte auch, ich solle, wenn ich jetzt die Achsen einpresse, ich soll ein Stück Spucke ranmachen an die Achse. Und solange das eben nicht abgetrocknet ist, lässt die sich auch gut noch bewegen und regulieren. Ich habe jetzt nicht gefragt, ob auch normales Wasser reichen würde. Vielleicht müssen ja auch die Enzyme in der Spucke einfach dabei sein. Ja. Okay, ne, jetzt gehe ich jetzt an die Farbgebung und dann ja, so ist es also der Vergleich hier, dass das Graue ist das gedruckte und das andere ist ja das original abgedrehte Rad von Sommerfeld. Also ich würde mal sagen, da muss ich nicht viel überlegen. Überhaupt nicht. Na, was ist mit dem Dach los? Es sieht so schief aus. Ne, ist eigentlich gut. Also ich werde auch noch die Seite des Radsatzes tauschen und dann habe ich erstmal, was die Vorläufer angeht, die nötige Fähigkeit erworben. So, ich habe wieder den ersten Radsatz für das andere Vorlaufgestell in der Arbeit. Also ich habe auch hier wieder die Achse runtergedreht auf 1,5 mm und kann jetzt
das ganze Teil zusammensetzen. Eventuell muss ich es noch ein bisschen kürzen. Eventuell ist gut. Ganze Stücke muss ich noch die Achse kürzen. Ja. Ich habe auch den zweiten zusammengesetzt. Jetzt kommt noch ein bisschen Farbe drauf. Und dann ist der Teil erstmal getan. Also wieder was dazugelernt. Und jetzt werde ich bei der zweiten hellgrauen Maschine mal anfangen. Also Vorläufer habe ich jetzt nicht mehr so viele zu versauen. Da waren einige Drucke waren noch ein bisschen fehlerhaft. Da fehlte hinten dann was. Und dann ist natürlich mit dem Anschlag hinten auch nicht mehr so einfach hinzubekommen. Also, ich weiß nicht, ob ich daran schuld bin oder ob das einfach nur beim Drucken so passiert ist, dass doch eine von den Supportstützen schon weg war. Oder eben vom Transport. Ich nehme an, daran wird es liegen, dass ich da beim Transport nicht richtig aufgepasst habe. Ja. Der Rundlauf ist auch okay. Ich habe es nochmal in die Maschine gespannt. Das sieht so ganz gut aus. Inzwischen habe ich auch 9 Grad hier, also es wird langsam. Aber ich habe kalte Füße und jetzt vor Weihnachten auch einfach keine Lust mehr hier zu frieren. Also das werde ich jetzt noch fertig machen. Und dann wahrscheinlich auch erst später. Ich weiß nicht, vor Weihnachten. Ich habe zwar noch ein paar Tage frei, aber ob ich da dann nochmal Lust habe, bei der Kälte mich hoch zu bewegen, ist noch die zweite Frage. Obwohl mich das Thema natürlich reizt, ich aber andererseits natürlich auch weiß, dass es nicht beim ersten Mal getan ist. Ich habe natürlich nun festgestellt, dass mit der Flamme lassen sich denn die Radreifen problemlos wieder bergen. Also muss ich mir keine Sorgen machen. Treibradausdrucke sind auch noch genug da. Also kann ich einige Versuche hinlegen. Schwierig wird es auch noch mit den Achsen, dass ich da die richtigen habe. Dass ich da nicht wieder mit der Drehbank ran muss. Wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehe. Ja, also das sieht schon wesentlich besser aus als das. Aber das war ja klar. Also ich bin froh, dass ich die nun habe, diese gedruckten Räder. Mir ist natürlich klar, dass ich bei weitem noch nicht die Fähigkeit habe, jetzt eine Dampflok mit gedruckten Rädern auszurüsten. Das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bevor ich so weit bin und das dann auch ohne Scheu baue. Also ich bin ja doch nach wie vor mehr so der Metallmensch. Irgendwie meine Tollpatschigkeit, naja, oder zunehmende Ungeschicklichkeit. Man sieht es ja, wenn man jetzt auch die Videos vergleicht, wie oft fällt mir hier was runter. Und das ist damals, wo ich angefangen habe, hier bei der Wellerweiche oder so, das waren ja die ersten Videos, die ich gemacht habe. Da ist sowas alles noch nicht so häufig passiert. Gut, dann werde ich die mal wieder anschrauben. So, nun ist die Maschine dann bis auf die Griffstangen erstmal soweit fahrbereit. Fahrbereit ist ja auch ohne Griffstangen. Also hier fehlte mir jetzt noch was die Seite. Ja, hier fehlen noch einige Griffstangenhalter. Die müssen definitiv noch ran. Gut, und dann heißt es als nächstes, mich mit diesem ganzen Elend hier auseinandersetzen. Man sieht es ja, das ganze Gehäuse, sag ich mal, das muss neu geklebt werden, der Rahmen auch.
Und wenn ich da dann so weit fortgeschritten bin, dann heißt das eben auch noch, sämtliche Radreifen hier mit diesen Radkörpern zu versehen. Ich habe jetzt hier Treibräder, habe ich genug, also selbst wenn da auf ein Fehldruck bei ist, dann kann ich den nutzen. Vorläufer, das kann ich nur zwei Dinger zerstören, dann wird's knapp. Aber bei den Treibrädern sind genügend da, da werde ich also auch ein bisschen rumexperimentieren, aber das halt im nächsten Teil. Gut, verehrtes Buchclub, mir ist es jetzt auch ein bisschen kalt geworden. Ich werde für heute erstmal Schluss machen. Das reicht doch. Die E95 nochmal aufs Gleis stellen, nochmal kurz fahren lassen. Und dann bin ich soweit durch. Gut, ich wünsche dann dem Publikum frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Und ich melde mich dann halt im nächsten Jahr wieder, wenn wir nicht bis dahin alle erfroren sind, wa? Gut, bis dahin.